Und dann nochmal der Porsche RSR vom Hänglein Classic Team, das ist Norbert Hengler. So, das erste Fahrzeug geht auf die Strecke. Norbert Lehmann ist seit 1973 im Motorsport aktiv und fährt seit 2001 Classic Rallys. In den Jahren 2006 bis 2011 gewinnt er des ADAC Classic Pokals Rot Logen. Peter Klapper war im vergangenen Jahr Vizemeister in der Fahrerwertung der deutschen Classic Serie. Dankeschön an Peter Kleiber. Und Sabine Rosche. Macht's gut, ihr zwei. Vom König Histo Rallye Team DE, Gerhard König aus Saalach und Erika König mit einem BMW 2002. Seit 2006 befindet sich das Fahrzeug im Besitz der Königs, unrestauriert, Neulack, sonst nur Erhaltungsmaßnahmen. Königsfahren als Team schon seit 2002 Oldtimer-Rallys mit Top, meistens allerdings mit Top-Ergebnissen, so wie ich die beiden kenne. Sie sind also immer noch trotz Rallye glücklich verheiratet. Es ist ja immer dieser Kampf Beifahrer-Fahrer, ne? Rechtsrum oder linksrum. Da muss man sich einig sein, sonst ganz schlimm enden. Auf jeden Fall haben die beiden unheimlich viel Spaß an den Rallyes. Königs sind dauernd die Rallye-Weltmeisterschaft. Zum Modelljahr 1980 vorgestellt. Ah ja, er ist in einer Runde sein Großbund gestern noch Norbert Hänglein. Ich sage das jetzt mal, die Fliegen sind also deutlich. Und wenn man überlegt, auf 200 Kilometer, ja, eine Runde ist immer ein Unterschied. Karl-Heinz Wechsel, der Fahrer ist seit vielen Jahren im Südwesten. Nochmal ein Porsche, ein 911 SC, Sportwagen Düsseldorf, Hans Rückmann, und dann wurde Rückmann entlassen. Als Rückmann wurde in 17 Jahren aufgegeben, wurde in der Volksarzt in Stahlbeck an den Wagen des Heils überwinden.